Hallo und willkommen zu einer weiteren Expedition in die Tiefen der Vergangenheit. In meinen jungen Jahren hat mich kaum eine andere Zeitperiode mehr fasziniert als Mesopotamien. Hier im sogenannten Zweistromland fand der Aufstieg einer der frühesten und zugleich größten Zivilisationen statt, mit einer eigenen, etwas rätselhaften Schrift und einer komplexen Außen- und Innenpolitik, einer faszinierenden Religion und einer Menge Schlachtengetümmel, wie es eben einem jungen, abenteuerlustigen Leser gefallen mag. Oft waren dies reich und spannend bebilderte Bücher, mal waren solche Bände mehr historiografisch geschrieben und entführten mich in vergangene Epochen, aufregend klingende Orte wie Uruk, Babylon, Akkad oder Assur. Und mal waren solche Bücher mehr aus der Perspektive der Archäologen geschrieben und bezeugten die Bemühungen, dem steinigen Boden auswertbare Informationen zu entreißen. Und obwohl ich stets so gerne in Sachbüchern über Sumer und Babylonien geschmökert habe, hatte ich in meinen frühen Jahren doch nie das Thema in einer Ernsthaftigkeit ergriffen, die mir erlaubt hätte, tiefer in die Materie einzusteigen und darüber strukturierter zu lernen. Somit, es ist an der Zeit, besser spät denn nie. Ich möchte hiermit eine neue Reihe beginnen, deren Aufgabe vor allem darin besteht, meinen autodidaktischen Lernprozess festzuhalten. Im Grunde benutze ich diese Videos als einen Mechanismus, der mir erlaubt, fokussierter zu lernen, indem ich das Gelernte hier in Form von Videos rekapitulieren muss. Wenn du magst, kannst du auf den Zug mit aufspringen und ebenfalls mit mir lernen. Sollte die Geschichte Mesopotamiens etwas sein, das du schon immer mal aufgreifen wolltest, aber nie dazu kamst. Meine Hauptquellen sind natürlich Bücher. Im Laufe der Jahre hatte ich sicherlich 20, vielleicht 30 Bücher gekauft, die sich mit diesem Zeitalter beschäftigen. Und wir werden sehen, wie sehr das eine oder andere Buch sich dazu eignet, diese längst vergangene Zeit besser zu verstehen. Ich hatte mich gefragt, welches Buch am besten dafür geeignet ist, eine Art zentralen Faden meiner Betrachtungen darzustellen, und entschied mich schließlich für den Klassiker The Greatness That Was Babylon von H. W. F. Sachs. Zugegeben, das Buch ist schon 1962 erschienen und vermutlich an manchen Ecken etwas veraltet und obsolet. Aber ich mag die Klarheit, mit der es strukturiert ist, und werde parallel andere Bücher lesen, die mir vielleicht helfen, einige überholte Fakten zu identifizieren. Also, bereit? Dann legen wir los. Wenn wir nun die Geschichte des Zweistromlandes von der Urzeit bis in die späte Antike abbilden, entsteht eine Verkettung aus mindestens 20 Abschnitten unterschiedlicher Länge. Hier in dieser ersten Folge möchte ich mich mit den Anfängen beschäftigen, und diese Anfänge stehen äußerst schemenhaft im Nebel der Geschichte.
Übrigens, ich muss zugeben, dass ich Betrachtungen zur Frühgeschichte Mesopotamiens immer etwas langweilig fand und damit bin ich vielleicht nicht der Einzige. Ihr wisst genau, was ich meine. Damals in der Schule, wenn ich an einem Sommervormittag in der Schulklasse saß, in ein Schulbuch starrte und etwas über Viehhaltung und das Bebauen von Feldern hörte und Keramik. Da schweiften die Gedanken ganz schnell ab in Gefilde, die ein Teenager sichtlich aufregender findet als Hirten und altorientalische Männer hinter einem Pflug. Insbesondere, da es kaum einen Lehrer gelingt, ausgerechnet diese Dinge plastisch und somit nachhaltig vor dem geistigen Auge des Kindes entstehen zu lassen. Es ist ja auch nicht ganz einfach, aus Schafsmist und luftgetrockneten Ziegeln geistiges Gold zu machen. In der Bücherwelt ist es nicht viel anders und die wollen sich auch noch verkaufen. Da fällt schon auf, dass die meisten Sekundärbücher über Mesopotamien die Vorzeit nur kurz streifen oder sie manchmal komplett ignorieren, während andere diesem Thema immerhin mal eine oder zwei Seiten widmen. Denn es gibt nicht sehr viel Historiografisches darüber zu sagen. Das liegt eben daran, dass die Wurzeln dieser Zivilisation so gut wie keine lineare historische Struktur aufweisen und letztendlich vorrangig anhand von gefundenen Keramik- und Gebrauchsgegenständen rekonstruiert werden. Und auf den ersten Blick ist es für den Laien etwas fade, sich Keramiken anzusehen. Wobei ich im Nachhinein feststellen muss, dass das keramische Neolithikum oder das Chalkolithikum Kunstwerke und Design hervorgebracht hat, das ich auf einer universellen Ebene extrem geschmackvoll und ansprechend finde. Eigentlich Zeit für ein echtes Revival, so eine Art Samara-Schick. Aber mal ernst, die geschichtliche Spannung stellt sich erst mit der Erfindung der Keilschrift ein und der Gründung der Stadtstaaten und somit einer deutlich stärkeren historischen Dynamik. Somit liegt es nahe, dass ich hier am Anfang versucht bin, diesen Nebel der Vorzeit zügig zu durchqueren, um schneller zu den saftigeren Passagen zu kommen. Doch vertieft man sich in das vorhandene Material, sehen die Dinge ganz anders aus. Die Diskussion um die neolithischen und chalkolithischen Kulturen im Zweistromland ist äußerst lebhaft und sehr spannend. Man kriegt nur in der populärwissenschaftlichen Literatur davon nicht so viel mit. Somit korrigiere ich meine vorangegangene Aussage ein wenig, denn dieses Thema ist überhaupt nicht langweilig, liest man sich da ein wenig ein. Ein weiteres Buch, das mir hier über die Runden helfen wird, da es einen großen Augenmerk auf das Neo- und Chalkolithikum richtet, stammt von Karel Jidury und trägt den Titel »Völker des alten Orient«. Der Begriff Mesopotamien bedeutet übrigens nicht, wie manchmal von der Hüfte geschossen wird, wörtlich übersetzt das Zweistromland, sondern das Land zwischen den Flüssen. Wobei ich bei Bartel Roda diese interessante Information gefunden habe, dass die alten Griechen, denen wir den Begriff verdanken, seinerzeit nur den nördlichen Bereich so bezeichnet haben, während die südliche Hälfte der Region Babylonia genannt wurde. Erst im 1. Jahrhundert nach Christus bezog der römische Autor Plinius der Ältere den Begriff Mesopotamien auf die gesamte Region, was entsprechend so geblieben ist. Die einstige Unterteilung in zwei verschiedene Bezeichnungen hatte aber auch eine starke geografische Bewandtnis, denn jene Region, die wir heute als Mesopotamien begreifen, hat tatsächlich auf der Höhe der Städte Samarra und Hedita eine natürliche Trennlinie, die aus einer unfruchtbaren Kieswüste besteht. Nördlich davon zeigt sich Mesopotamien oft als recht regenreich, auf jeden Fall geeignet für konventionellen Regenackerbau, im Winter jedoch durchaus trockener und sehr kalt. Während die südliche Hälfte milde Winter mit äußerst intensiven Regengewittern hat, mit jedoch sehr heißen Sommern. Doch die wahre Besonderheit des Südens ist das riesige Schwemmland, erzeugt durch Schlammmassen, die über Jahrtausende von beiden Flüssen Richtung Süden transportiert wurden. Es wird also schnell deutlich, dass Nord- und Südmesopotamien stets äußerst unterschiedliche Landwirtschaftssysteme beanspruchen mussten, um die Regionen ertragreich zu machen. Interessant ist auch der Blick auf die Namensgebung der beiden Flüsse. Euphrates und Tigris sind natürlich griechische Namen, so bekannt schon seit der Antike. Wir kennen für beide Flüsse aber auch ihre sumerischen und akkadischen Namen.
Euphrat hieß in der Sprache der Sumerer Burannun und auf Akkadisch Buratu. Daraus wurde das elamitische Uibratuish und schließlich das altpersische Ufratu. Während der Tigris auf Sumerisch Idigina genannt wurde und im späteren Akkadisch Diklat hieß, die altpersische Bezeichnung lautete Tigra. Wer auch immer Beschreibungen dieser Flüsse in die hellenistischen oder griechischsprachigen Regionen brachte, orientierte sich bei der griechischen Namensgebung an dem Klangbild der persischen Namen, also Euphrate und Tigra, versuchte aber auch die Eigenschaften der Flüsse in den Namen zu integrieren. So gilt Euphrates als der vergleichsweise ruhige, leicht befahrbare Fluss, was zu seinem griechischen Namen beitrug, Euphrato, was man vielleicht übersetzen könnte als für gut erklärt oder für gut befunden. Der Tigris hingegen, bekannt für seine wilde Strömung, erhielt seinen Namen in Anspielung auf den Tiger. Bei beiden Flüssen findet also eine Namensgebung statt, die gleichzeitig auf das fremdartige Klangbild dieser Region eingeht, wörtlich Euphrate und Tigra, doch zugleich in der neuen Sprache einen klangverwandten Wortsinn für die Begriffe findet. Ein Thema, das mich bei diesen Betrachtungen beschäftigt hatte, hat mit der Frage zu tun, wann aus einer historisch schwer greifbaren Population aus Menschen jenes Gebilde wird, das wir als Zivilisation bezeichnen. Und das stellt natürlich die Frage, was denn eine Zivilisation ausmacht. Natürlich lässt sich an dieser Stelle nicht so leicht ein zivilisatorischer Anfangsaugenblick definieren und beschreiben. Diese tiefe Vergangenheit wird fast nur anhand von archäologischen Fundstücken jener Zeit rekonstruiert, da konkrete historische Aufzeichnungen damals nicht existierten. Und viele dieser Schlussfolgerungen muten häufig eher statistisch an, als dass sie konkrete Ereignisse reflektieren würden. Aber so ist das eben. Wir befinden uns hier nicht nur am Anbeginn der mesopotamischen Geschichte, sondern letztendlich an einem der Anfangspunkte der gesamten Menschheitserzählung. Es ist eben ein dichter Nebel der Zeit, der nur zaghaft seine Erinnerung freigibt. Sämtliche Bücher in meinem Regal, die sich mit Mesopotamien beschäftigen, haben am Anfang weitgehend dieselbe Aussage. Ich spreche dabei von der sogenannten Neolithischen Revolution, die inzwischen wie ein Axiom den Startschuss der altorientalischen Kultur markiert. Davor ist der Mensch ein Jäger und Sammler, lebt in mehr oder weniger nomadischen steinzeitlichen Sippen. Dieser Steinzeitmensch baut nichts, besitzt aber primitive Werkzeuge, die ihm bei der Jagd helfen. Er kann ein wenig nähen und schlichte Gefäße herstellen. Es gibt Spuren von kultischen Handlungen und rudimentären Religionen, die recht animistisch anmuten. Dies ist also die Übergangszeit von der Altsteinzeit in eine sogenannte Jungsteinzeit, also vom Paläolithikum in ein Neolithikum. Ein Übergang, der aber auch in weitere Graustufen unterteilt wird. Es gibt ein Jungpaläolithikum und eine Mittelsteinzeit und dann eben die Jungsteinzeit. Dies sind also jene Jahrtausende, die uns an dieser Stelle beschäftigen. Urgeschichtlich ist es auch auf der großen Skala ein markanter Eckpunkt, da hier ebenso der Übergang vom Pleistozän in den Holozän stattfindet. Das ist ein wenig wie zum Beispiel der 1. November diesen Jahres. Der fällt nämlich auf einen Montag und das bedeutet, dass ein und derselbe Tag, sprich der 1. November, nicht nur einen Übergang vom Oktober in den November markiert, sondern auf einer detaillierteren Skala auch den Übergang von der KW 43 in die KW 44. Ich weiß aber nicht, ob das ein allzu hilfreicher Vergleich ist. Unsere Erdgeschichte wird von Forschern anhand ineinander verschachtelter Systeme kartiert. Und je übergeordneter ein solches Betrachtungssystem ist, desto mehr geologischer Natur ist es und desto größer die Zeitabschnitte darin. Begibt man sich hingegen in die Verschachtelung hinein, wird die Perspektive doch zunehmend organisch und biologisch, bis wir bei rein anthropologischen und historiografischen Themen des Menschen ankommen. Im Mittelpunkt unserer Betrachtungen hier steht der berühmte Jäger und Sammler am Anbeginn eines neuen Zeitalters. Ein Zeitalter, das man an dieser Stelle auch als die neue Sesshaftigkeit bezeichnen könnte. Nach 10.000 vor Christus formten sich in vielen Regionen der Welt größere Siedlungen und Dörfer. Der Lebensstil des Homo sapiens war im Wandel. Als Ursache wird hierbei grundsätzlich das Ende der Eiszeit verstanden und das sich damit verändernde Klima.
Allerdings bedeutet das wohl mehr als einfach nur Erwärmung. Der Wasseranstieg entlang der Küsten war beachtlich und verschlang Regionen, die dem Menschen als Nahrungsgrundlage dienten. Zugleich verwandelten sich allerlei Savannen, Steppen und Tundren entweder in Sümpfe oder in Wüsten. Der Wald war dagegen stark auf dem Vormarsch. Dies befeuerte also eine starke Migration. Doch Veränderung ist stets auch ein Brandbeschleuniger für Innovation. Viele der Stämme und Völkerschaften waren am Ende ihrer Wanderung eine andere Kultur geworden als diejenigen Leute, die da losgezogen waren. Doch nicht das sich verändernde Beuteschema der Jäger und Sammler war hier bedeutend, sondern der Beginn einer Kundigkeit und Fertigkeit, die wie keine andere die Menschheit verändern sollte, die Geburt der Landwirtschaft. Dies mochte mit einer gewissen Kultivierung von Waldpflanzen begonnen haben, doch der Mensch lernte es, Pflanzen zu züchten und Samen zu lagern. Es ist der Vormarsch von Reis, Hafer, Gerste, Weizen, Hirse. Auf dem amerikanischen Kontinent dürfte der Mais die dominante Pflanze gewesen sein. An dieser Stelle muss man aber auch innehalten und bedenken, dass erstens diese beschriebenen Prozesse nicht binnen einer Woche geschahen, sondern Jahrhunderte, sogar Jahrtausende dauerten, bis die im Alltag gewonnenen Erkenntnisse sich bewährt und durchgesetzt haben. Und zweitens, auch gilt es zu bedenken, dass das Zahlenmaterial hierzu sehr vage ist und letztendlich nur grobe Ideen zu diesem Thema reflektiert. Wir haben es hier nicht mit historischen Daten zu tun, sondern mit generellen anthropologischen Schlussfolgerungen. Bei der Region, die uns hier interessiert, also der Mittlere Osten respektive der Westen Asiens, wird allgemein angenommen, dass dieser Wandel ungefähr 8000 bis 7700 vor Christus stattgefunden hat, insbesondere in einer Gegend, die am Anfang des 20. Jahrhunderts der Historiker James H. Breasted als den fruchtbaren Halbmond bezeichnete und der oft als der wichtigste Ausgangsort der neolithischen Revolution angesehen wird. Hier findet man auch in sehr weiter Entfernung voneinander die vier großen archäologischen Fundorte für vorgeschichtliche Kulturen: Jericho, Jarmo, Çatalhöyük und Göbekli Tepe. Und da muss ich auch zugeben, dass es Tage in meinem Leben gibt, da halte ich die allgemeingültige Erzählung über den nomadischen Jäger und Sammler am Ausgang der Eiszeit für kompletten Bullshit. Sorry, liebe Archäologen, die ich sonst so verehre, aber wir leben nicht mehr in den 50ern des letzten Jahrhunderts und Ware Gordon Child ist lange tot. Die Beweise eurer eigenen Ausgrabungen stapeln sich inzwischen bis zur Decke und schreien einen doch eher an, dass der Übergang von einem herumstreunenden Sammler von Wurzeln und Beeren zu einer organisierten Gesellschaft eben nicht 8000 vor Christus begonnen hat, sondern möglicherweise 2000 oder 3000 Jahre früher. Und dass vielleicht nicht Mesopotamien die Wiege der Zivilisation ist, sondern Anatolien. Aber das tut an dieser Stelle nicht so viel zur Sache. Und ich verspreche, dass ich mich bemühen werde, meine Äußerungen hier angesichts dessen, was ich gelernt habe, sichtlich konservativ zu gestalten. Also, dass der Jäger und Sammler nicht dazu überredet werden musste, sich der Landwirtschaft zuzuwenden, bedarf einer kleinen Überlegung, die fast ein wenig den Rahmen dieses Videos sprengt, jedoch vielleicht mit einem wichtigen Märchen aufräumen kann. Der etablierte Begriff Jäger und Sammler hat einen semantischen Nachteil, der bis heute ein irreführendes Echo besitzt. Der langweilige und etwas abstrakt anmutende Begriff Sammler wird hierbei vernachlässigt, während man sich darauf beschränkt, eine ständige Verherrlichung des Homo sapiens als Jäger zu betreiben. In diesem Sinne ist es vielleicht eine unglückliche Wortwahl, vom Jäger und Sammler zu sprechen, denn obwohl es schon richtig ist, dass der Mensch seine evolutionäre Reise als Omnivore, als Allesfresser antrat, dürfte seine Jagdaktivität vergleichsweise gering gewesen sein, verglichen mit dem Sammeln von Früchten und anderen essbaren Pflanzen. Natürlich war der Homo sapiens an Fleisch interessiert, aber oft fehlte ihm die Geschwindigkeit, regelmäßig Tiere zu fangen oder das handwerkliche Können, Fallen zu erstellen, die genug Wild auf den Speiseplan brachten. Die neueste Forschung geht davon aus, dass in seinen ersten 7 Millionen Jahren der Homo sapiens eher ein opportunistischer Jäger war, also zum Beispiel dann an Fleisch herankam, indem man als Gruppe mit Lärm und Getöse Wildkatzen oder Löwen vertrieb, um ihnen schnell das von ihnen erlegte Tier zu stehlen.
Natürlich setzte sich im Verlauf der Zeit die Fähigkeit durch, Speere und Pfeile zu bauen. Aber dabei darf nicht übersehen werden, wie mühsam es war, eine Pfeilspitze aus Stein herzustellen und wie leicht dieser wieder verloren gehen konnte. Und natürlich konnten es sich die erfahrenen Jäger nicht nehmen lassen, mutig einer Rotte Wildschweine entgegenzutreten, was nicht immer so leicht ist, wie es sich anhört und deshalb vollkommen ironiefrei gemeint ist. Doch all das stand in keinem Verhältnis zu dem ständigen Kalorienbedarf einer Gruppe mit Kindern und Alten, die nicht jagen konnten, aber immer noch gut nach Früchten suchen konnten. Fleisch mochte stets willkommen sein und Anlass zu großer Feier. Aber der Alltag konnte nur durch die botanischen Nahrungsquellen bestritten werden und vermutlich auch Pilze. Und der Steinzeitmensch wusste in jeder Generation sehr gut, wie sich Hunger anfühlt. Übrigens spielt das auch bei einem anderen Thema eine Rolle. Heute leben wir in einer Zeit, die krankhaft besessen ist vom Fleischkonsum. Wir lehren bereits dreijährige Kinder, ungesunden Hamburgerfraß zu verspeisen. Eine psychotische Verhaltensweise, die unsere Landwirtschaft aushöhlt, diesen Planeten zerstört und jede einzelne Sekunde 2.000 bis 3.000 Tieren das Leben kostet, zumeist unter bizarren und grässlichen Verhältnissen, erfüllt mit Angst, Panik und Schmerz. Währenddessen laufen die PR-Maschinen dieser Konzerne auf Hochtouren und verbreiten in Talkshows hanebücherne Lügen. Und kritisiert man die Fleisch-Junkies, bekommt man oft zu hören, der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen und das sei die ureigenste seiner Kulturen und diese lasse man sich nicht so einfach wegnehmen von irgendwelchen linksversifften Baumküssern. Nun, daran stimmt gar nichts. Der Mensch war schon immer ein Allesfresser, das ist richtig, aber er konnte sich vermutlich glücklich schätzen, wenn 2-mal im Monat Fleisch auf den Speiseplan kam. Zu keinem Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte fraß der Mensch 3-mal täglich Fleisch. Das ist ausschließlich ein Phänomen der Nachkriegszeit und nur einer von vielen Aspekten unserer autodestruktiven, sexuell frustrierten Psyche. Somit der Übergang zu einer landwirtschaftlichen Lebensweise um das Jahr 7500 vor Christus erscheint da plötzlich weniger revolutionär und mehr als eine natürliche Konsequenz aus den gegebenen Umständen. Vegetarische Nahrung ermöglichte größere Kalorienzufuhr für weniger Aufwand, während grundsätzlich auch der Fleischkonsum durch Sesshaftigkeit zunehmen konnte mit dem Beginn der Nutztierhaltung. Aber auch die Nutztierhaltung war davon abhängig, dass man botanische Nahrungsquellen für genau diese Tiere ausfindig machte oder selbst herstellte. Ein weiterer Effekt der neuen Sesshaftigkeit ist sicherlich auch eine gesteigerte Objektproliferation. Der Jäger und Sammler besaß so gut wie nichts und jene Gegenstände, die er mit sich führte, waren die Summe seiner Besitztümer und vermutlich an den Fingern beider Hände abzählbar. Doch mit der Sesshaftigkeit entsteht ein neuartiger Bedarf nach Gegenständen, die häufig eine spezialisierte handwerkliche Kunstfertigkeit voraussetzten. Mühlsteine, Äxte, Spitzhacken, Sicheln und natürlich die wichtigsten Zeitzeugen dieser Ära, Töpfer waren später weitgehend ersetzt durch echte Keramik. Und Keramik war nicht wegen ihrer detaillierten Bemalung wichtig, sondern deshalb, weil man nun Gefäße erstellen konnte, die viel dichter waren. Bis dahin war Wasserundurchlässigkeit viel schwerer zu erreichen, als man es sich vielleicht vorstellt. Gerade wenn es darum geht, Flüssigkeiten über größere Zeit zu lagern. Bis dahin musste man häufig auf Holz, Stein oder Leder setzen. Lange Haltbarkeit in Keramik vergrößerte die zivilisatorischen Vorteile. Und das Vorhandensein von entsprechenden Brennöfen legt dann natürlich die Weichen für eine neue Richtung, das Gießen von Metall. All das bedeutet einen verstärkten Bedarf nach Transport, was wiederum die Erfindung des Rads nach sich zieht. Die Vielzahl neuer Objekte und Besitztümer führt auch zu abstrakteren Konzepten des Austauschs. Der Handel entsteht und mit ihm die Idee einer Bewertung des Objekts im Vergleich mit anderen Objekten. Und es gibt einen Qualitätsanstieg, der damit einhergeht, dass das Individuum sich spezialisiert und in der Produktion immer besser wird. Das wiederum führt zur Einflussnahme und zu regionaler Bedeutung. Folge sind gesellschaftliche Strukturen und kulturelle Hotspots. Die Idee des Arbeiters und des Vorarbeiters mit der Knute ist da wohl bereits um die Ecke in Wartestellung. Und doch scheint es, dass in diesen alten Gesellschaften, die sich da in Mesopotamien herausschälten, erstmal die Knute eher liegen blieb. Dazu später mehr. Die Motivation zum Übergang zu einem sesshaften, landwirtschaftlich bestimmten Leben war damals pragmatisch. Heute wird geschätzt, dass der einzelne typische Jäger und Sammler ungefähr ein Gebiet von 25 Quadratkilometern beanspruchte, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
während ein einziger Quadratkilometer landwirtschaftlicher Fläche ausreichte, um das ganze Jahr über 20 Menschen zu ernähren. All diese Dinge bewirken auch etwas ganz anderes. Muße. Der Mensch, der über sich selbst nachdenken kann. Aus dieser Muße heraus, und dazu zählt auch das alltägliche Gefühl von Sicherheit inmitten einer Siedlung, Geborgenheit inmitten einer Sippe, entstehen die identitätsstiftenden Aspekte einer Kultur, eine komplexe Religion mit vielfältiger Mythologie und eine anspruchsvolle Kunst. Beides besaßen diese Menschen auch vorher, doch die Wandlung zu einer Hochkultur hin setzt eben stets die Muße voraus, die geistigen Freiräume nicht immer der nächsten Miete hinterherhetzen zu müssen. Nur so entstehen progressive Quantensprünge und Innovation. Nur so wird eine banale Lehmwand zu einem verwinkelten Spiel mit Geometrie. Das ist etwas, das heute leider vollständig vergessen wird. Allerdings muss man auch hier in der Steinzeit einen langen Entwicklungsbogen in Betracht ziehen, der in jener frühen epipaläolithischen und präkeramischen Zeit durch eine Zwischenstufe von einer egalitären Gesellschaft zu einer hierarchisch straffen Stände- und Kastengesellschaft ging. Allem voran die segmentäre Gesellschaft, in der zwar bereits die Aufgabenteilung innerhalb des Gemeinwesens praktiziert wird, daraus jedoch noch kein unmittelbares Machtgefälle für einzelne Individuen oder Gruppen bezogen wird. In einer solchen Gesellschaft galt der Vorrang höchstens nur der Seniorität, also dem Älteren vor dem Jüngeren. Die Aufgabenverteilung innerhalb der Gemeinde, also die Segmente, stellten hingegen keinen nennenswerten Rangunterschied dar. Etwas, das Ethnologen heute noch in einigen wenigen afrikanischen oder südamerikanischen Kulturen beobachten können. Die Periodisierung dieser Frühgeschichte besitzt zwei Abschnitte. Das präkeramische Neolithikum A und präkeramisches Neolithikum B, auch bekannt als PPNA und PPNB. Die Übergangszeit damals in der Steinzeit nennt man Epipaläolithikum und das ist ein Thema, das heute sehr aktuell diskutiert wird, insbesondere angesichts der faszinierenden Funde in Göbekli Tepe, die möglicherweise eine starke Korrektur der vorhandenen Zeitpunkte nach sich zieht, und zwar tiefer in die Vergangenheit hin. Wie auch immer, nach Jahrtausenden des Epipaläolithikums, das angeblich geprägt war von einer nomadischen Lebensweise, dem Jagen und Sammeln, findet hier ein massiver Paradigmenwechsel statt, eben die neolithische Revolution. Und das ist sozusagen unser Einstiegspunkt hier. Karel Gidiri schreibt dazu, die neolithische Revolution fand zu einem Zeitpunkt statt, wo der Mensch der ausgehenden Altsteinzeit, der noch von der Jagd- und Nahrungsmittelsuche lebte, sich bewusst wurde, dass er seine Existenzmöglichkeiten verbessern könnte, wenn er selbst seine Nahrung anpflanzte. Damit beginnt die sogenannte Jungsteinzeit, das Neolithikum. Diese tiefgreifende Umstellung in den Lebensgewohnheiten des vorzeitlichen Menschen hat sich verständlicherweise nicht innerhalb weniger Jahrzehnte vollzogen und auch nicht in einem begrenzten Gebiet. Klimatologische Umstände, Bodenbeschaffenheit, Flora und Fauna haben bei dieser Entwicklung eine wichtige Rolle gespielt. In der ersten Phase wurden Tiere gezähmt und als Haustiere zur Viehzucht benutzt, wie Rinder, Schafe und Ziegen. Nun brauchten aber nicht nur die Menschen Nahrung, sondern auch die Tiere und es war deshalb naheliegend, dass die Menschen sich dort niederließen, wo auch die Tiere Futter finden konnten. Die Fruchtbarkeit eines Gebiets war für die Bildung einer Niederlassung mit sesshafter Bevölkerung entscheidend. Solche Niederlassungen waren nicht nur die Bedingung für die Entwicklung des Ackerbaus, sondern sie schufen auch durch bessere Ernährung die Voraussetzung für größere Überlebenschancen, wodurch sich Wohngruppen bildeten, die wir heute am besten als Dörfer bezeichnen können. Perioden längerer Trockenzeit, Missernten und Epidemien waren der Grund dafür, dass die Bewohner anfänglich noch Halbnomaden waren, die eine bessere Stelle suchten, wenn sie sich auf irgendeine Art in ihrer Existenz bedroht fühlten, oder die zu ihrer ursprünglichen Niederlassung zurückkehrten, wenn anderweitig die Bedingungen ungünstig wurden. Es wird angenommen, dass unter diesen Umständen die neolithische Revolution sich in einer Periode abspielt, die roh geschätzt zwischen 9000 und 7000 vor unserer Zeitrechnung liegen muss. Man nennt diese Periode Proto-Neolithikum. So viel also Karel Gidiri. Wobei ich zugeben muss, dass der hier erwähnte Ausdruck Proto-Neolithikum nicht sehr häufig Verwendung findet. Er wurde geprägt von dem deutschen Forscher Hans-Peter Oerpmann, aber auch von der legendären Forscherin Kathleen Kenyon und soll einen zusätzlichen Übergangsabschnitt vom Epipaläolithikum ins Neolithikum erfassen. Der Begriff der
paläolithischen Revolution wurde in den 30ern des letzten Jahrhunderts von Ware Gordon Child geprägt. Childs Modell gilt bis heute als eine vorherrschende Schulbuchdefinition einer Zivilisationsbildung. Child definiert drei Zustände der Menschheit: Wildheit, Barbarei und Zivilisation. Wobei er den Übergang von Wildheit zu Barbarei als die neolithische Revolution bezeichnet, während der Übergang von der Barbarei in die Zivilisation von ihm als die urbane Revolution bezeichnet wurde. Ich vermute, dass für Child, der Marxist war, der Begriff Revolution einen besonderen Reiz besaß. Doch der Ausdruck suggeriert einen verdichteten Vorgang, was vermutlich nicht der Fall war, da diese Prozesse Jahrhunderte in Anspruch nahmen. Das Gordon-Child-Modell ist sicherlich nicht falsch, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass es gerade in der Sekundärliteratur etwas dogmatisch angewendet wird, als wäre es eine Art Axiom. Dabei ist nicht einmal unsere Definition dessen, was ein Jäger und Sammler ist, in Gänze geklärt. Und wie gesagt, ich glaube, dass Göbekli Tepe hier möglicherweise eine Korrektur gewisser Annahmen nach sich ziehen sollte. Denn, falls das in Göbekli Tepe Jäger und Sammler waren, hatten sie verdammt gute architektonische Fähigkeiten, zumindest für Leute, die uns eher als so eine Art Fred Feuerstein mit einer Keule auf der Schulter verkauft werden. Die Frage, die sich an dieser Stelle natürlich auftut, betrifft den Zeitpunkt der neolithischen Revolution. Dieser wird stets etwas lose gehalten, da natürlich diese Veränderung nicht schlagartig eintraf und je nach Region auch zeitlich versetzt. So geht man davon aus, dass die neolithische Revolution gerade in Nordeuropa erst vor 3.000 oder 4.000 Jahren bis in die hintersten Ecken angelangt war, also zu einer Zeit, als altes Ägypten und Mesopotamien bereits tief in ihren eigenen Hochkulturen waren. Anders gesagt, als die Steinzeitmenschen Nordeuropas begonnen haben, sesshaft zu werden und Hütten zu bauen und Felder zu bebauen, war Mesopotamien und Ägypten bereits gut 2.000 Jahre inmitten einer reichen Kulturgeschichte mit Schrift, riesigen Bauwerken und einer aufregenden Geschichte und de facto am Ende der Bronzezeit. Die grobe Datierung hängt damit zusammen, dass auf dieser Zeitskala die C14-Messmethode doch ein wenig zu ungenau ist. Wir hatten vorhin bei Karel Dury gelesen, dass die neolithische Revolution ungefähr in den Jahren 9000 bis 7000 vor Christus stattfand, zumindest in dieser Region, also in Mesopotamien. Als eine der Ursachen oder der äußeren Umstände, die hier mitgewirkt haben, wird häufig die jüngere Triaszeit genannt. Also eine Phase in der Klimaerwärmung, die mit einem relativ kurzen, jedoch sehr intensiven Rückfall in Eiszeitbedingungen einhergeht und vermutlich massive Migration nach sich zog. Dies ist gleichzeitig ein sehr umstrittenes Feld, in dem sich gegenwärtig auch die Impact-Hypothese recht salonfähig macht. Hierbei wird angenommen, dass das Younger Dryas durch den Aufschlag eines Asteroiden bewirkt wurde. Klingt sehr fringe, sehr grenzwissenschaftlich, aber es gibt erstaunliche Feststellungen hierzu, wenn nicht sogar triftige Beweise. Das präkeramische Neolithikum A, das in dieser Region zeitlich ungefähr bei 9500 und 8800 vor Christus datiert ist, zeichnet sich dadurch aus, dass die Menschen hier mit rudimentärer Landwirtschaft begonnen haben und Rundhäuser bauten, die echte mosaikartige Steinböden besaßen, die man auch als Terrazzo bezeichnet. Es gibt aus dieser Zeit allerlei Ton- und Steinfigürchen, die Tiere darstellen, aber auch Menschen. Gebrannt wurde Kalk und Ton. Nutztierhaltung war sichtlich auf dem Vormarsch. Das präkeramische Neolithikum B wird auf 8800 bis 7000 vor Christus datiert. Auffällig ist, dass die Häuser nun komplexer sind, rechteckig und mehrere Zimmer besitzen. Ab ungefähr 7000 vor Christus spricht man von einer sogenannten Jarmo-Periode, benannt nach dem Ausgrabungsort Kalat Jarmo östlich von Kirkuk im Irak. Hier war es seinerzeit vor allem der amerikanische Archäologe Robert Braidwood, der dort gegraben und geforscht hat. Die Jarmo-Kultur arbeitete bereits mit verschiedenen Getreidesorten und neben den üblichen Werkzeugen und Gebrauchsgegenständen nimmt plötzlich die Menge an Schmuckstücken und Kultfiguren zu. Bearbeitet wird hier Alabaster und Marmor, vor allem aber Ton. Die Jarmo-Kultur repräsentiert jedoch nicht unbedingt eine zeitliche Vorrangstellung Mesopotamiens. Das sollte erst später mit dem Beginn der sumerischen Kultur der Fall sein.
Denn regional verwandte Fundstätten wie Göbekli Tepe oder Jericho verweisen auf sogar ältere und nicht minder wichtige Siedlungen, die deutlich Spuren der neolithischen Revolution zeigen. Karel Dury beschreibt gerade die Region um Çatalhöyük als eine Art Wirtschaftswunder mit vielfältiger Nutztierhaltung bis hin zu Leoparden als Haustiere, falls man dies glauben kann. In den 60ern schrieb H.W.F. Sachs: Der Übergang zu einer Wirtschaftsform, die auf dem Anbau von Feldfrüchten, besonders von Cerealien und auf der Domestizierung von Tieren basierte, vollzog sich wahrscheinlich, soweit sich das aus dem überkommenen Beweismaterial erschließen lässt, im Nahen Osten zuerst im 8. Jahrtausend vor Christus, und zwar im Raum zwischen Palästina und dem Zagrosgebirge. Mit dem Rückgang der polaren Eisdecke gegen Ende der letzten Eiszeit verlagerten sich die atlantischen Regenzonen nach Norden und der Nahe Osten wurde in zunehmendem Maß zum Dürregebiet. Hier gediehen Wildweizen und Wildgerste und tummelten sich die wilden Vorfahren von Hunden, Ziegen, Schafen, Rindern und Schweinen. Der Mensch sah sich nun aus Überlebensgründen gezwungen, selbst Nahrungsmittel zu produzieren. Nach und nach kam er aus den Hochlandgebieten herab, wo die wild wachsenden Nahrungspflanzen und das Jagdwild immer seltener wurden und ihm nicht länger erlaubten, als Jäger und Sammler zu leben. Wie alle späteren Umwälzungen war auch diese für die unmittelbaren Betroffenen zweifellos sehr unangenehm. Sie spiegelt sich möglicherweise entfernt in den Erzählungen vom Verlust des goldenen Zeitalters wider, die man in vielen Mythologien antrifft. Am bekanntesten ist die Version aus dem Alten Testament von der Vertreibung aus dem Garten Eden, nach der der Mensch, dem bisher alle Tiere und die Früchte aller Bäume als Nahrungsmittel uneingeschränkt zur Verfügung gestanden hatten, sein Brot nur mehr im Schweiße seines Angesichts essen konnte. In der Tat kann man sich gut vorstellen, dass die ersten Menschen, die in Mesopotamien eintrafen, etwas vorfanden, das Jahrtausende später in dieser Region als der Garten Eden mythologisiert wurde. Und der Auslöser dieser Mythologisierung war letztendlich der unaufhaltsame Verlust dieses Paradieses durch klimatische Veränderungen. Dadurch ging den Menschen dieser Region zwar nicht verloren, aber das menschliche Gehirn musste sich auf die Überholspur begeben, um den erschwerten Umständen zu trotzen. Das sind allerdings keine in Marmor gehauenen Fakten und ob die Ursachen der neolithischen Revolution mit Klimawandel oder gar mit einer Impakthypothese zusammenhängen, ist an dieser Stelle nicht klärbar und sprengt ein wenig den Rahmen der Aufgaben, die ich mir hier gesteckt habe. Letztendlich gab es schon immer Bemühungen, die geologische und anthropologische Geschichte dieser Region mit der Mythologie der Bibel in Einklang zu bringen. Die meisten Überlegungen hierzu muten doch eher spekulativ an. Uninteressant ist dies aber nicht, denn schließlich reflektieren Teile des Alten Testaments vielleicht doch eine konkrete, jedoch vernebelte Erinnerung an die Anfänge der menschlichen Zivilisation im Zweistromland. Ich hoffe, ihr fand das nicht zu langweilig. Es ist durchaus schwer, dem Nebel der Frühzeit greifbare Aussagen zu entlocken. Es war der Einstieg in eine durchaus vielseitige Materie und ich kann selbst noch gar nicht abschätzen, was da alles auf mich zukommt. Diese Folge war für mich recht aufschlussreich und ich habe das meiste vorher nicht gewusst. Es liegt aber in der Natur der Sache, dass es mit jeder Folge konkreter und faktischer wird. Bis zum nächsten Mal.